Grüß dich miteinander. Mein Name ist Roman Müller vom Hypnosetherapiezentrum Thun GmbH. Ich möchte mich ganz herzlich begrüßen zu diesem Beitrag. Es geht wieder um Mediation. Diesmal möchte ich die einzelnen Punkte ein bisschen genauer darstellen, wie Mediation funktioniert nach dieser Methode, die ich hier anwenden tue. Ihr seid herzlich eingeladen, die nächsten paar Minuten mit mir hier zu verbringen. Ich freue mich auf ein reges Interesse. Bis nachher. Ja, Mediation Phase 1 besprechen wir heute. Merci vielmals, dass ihr noch dazu entschlossen habt, das anzuschauen. Das freut mich sehr. Mediation ist ja in den anderen Videos schon ein bisschen besprochen worden. Es gibt so verschiedene Betätigungsfelder, wo man das anwenden kann. Ich beim Hypnosetherapiezentrum Thun wende es vor allem bei Paarkonflikten an, beim Familienkonflikt und bei Teamkonflikten in der Arbeitswelt. Und im jetzigen Beitrag reden wir darüber, über das Phasenmodell, das aufgebaut ist in verschiedenen Phasen. Und ich möchte anfangen mit der ersten Phase. Das ist der Beginn von der Konfliktlösung. Das sind also wichtige Voraussetzungen, die hier eine Rolle spielen. Dafür. Ich schaue immer ein bisschen hier an, weil da unten ist mein Spickzettel. Da kann ich die Begriffe quasi ablesen und die richtige Terminologie benutzen dafür. Also am Anfang ist es ja meistens so, das habe ich schon mal erklärt in einem vorgängigen Beitrag, dass eine Kontaktaufnahme mit dem Mediator über die eine oder andere Seite in der Regel geschieht. Nicht, dass gerade beide Parteien oder mehrere Parteien miteinander den Mediator ansprechen und zuerst Gespräch suchen. Das ist meistens eine Konfliktpartei. Das spielt eigentlich auch keine Rolle. Dann geht es vor allem darum, dass man am Anfang eigentlich das Interesse kann anmelden als Konfliktpartei, dass der Mediator noch nicht anfängt nachzufragen, um was es genau jedem geht und so. Und was die Verhältnisse sind und wie Beziehungen sind und was alles geschehen ist. Sondern es geht darum, dass man am Anfang gerade in die Allparteilichkeit hineingeht als Mediator. Dass ich also nicht der Konfliktpartei, die den ersten Kontakt macht, quasi wie einen Vorzug würde geben. Das muss man wie wissen, oder? Das tue ich auch am Anfang immer sagen. Das ist manchmal so ein bisschen verwirrend für die Leute. Ja, warum fragt jetzt der nicht nachher und so? Das hat damit zu tun, dass die Allparteilichkeit eingehalten werden muss. Dann geht es darum, zu schauen, wenn, wo kann man sich treffen und wie laden man die anderen Konfliktparteien ein. Das ist so der erste Schritt, dass man quasi alle an den runden Tisch bekommt. Auch wenn eine Konfliktpartei dort Initiativen ergreift, das macht gar nichts. Man schaut dann möglichst auf dieser organisatorischen Ebene zu bleiben, wo es nur darum geht, dass man sich gemeinsam an den Tisch setzen kann. Und alles andere wird nachher im Beisein von allen Konfliktparteien besprochen. Dass das wirklich transparent kann sein, dass auch alle Konfliktparteien spüren und erleben können, dass der Mediator allparteilich ist, dass er da nicht einem mehr Zeit schenkt oder mehr heranlässt. Wenn jetzt eine zweite Konfliktpartei quasi angesprochen muss werden, kann das die erste Konfliktpartei übernehmen oder der Mediator, das kann man miteinander abmachen. Dann würde ich aber auch der Transparenz halber der zweiten Konfliktpartei sagen, dass sie mir die erste Konfliktpartei angesprochen hat, was wir dort besprochen haben und dass man das Gleiche mit der zweiten Konfliktpartei auch separat bespricht, dass beide auf dem gleichen Stand sind. Dann geht es darum, einen Zeitpunkt und einen Ort abzumachen, wo die Mediation stattfinden sollte, die Phase 1 soll stattfinden. Und da geht es auch schon darum, dass der Mediator den Böck wieder zurückgibt, dass die Konfliktparteien untereinander das herausfinden, was der Begegnungsort soll sein und was der erste Termin soll sein. Weil dann sind sie bereits schon im Prozess von der Mediation involviert, weil dann machen sie schon die erste Entscheidung gemeinsam, wo und wann wird die Mediation stattfinden. Das ist so Phase 1.1. Phase 1.2 ist dann noch eine, man trifft sich an dem abgemachten Termin und Ort, sitzt zusammen an einem Tisch an und dann geht es darum, dass man einmal so
die Vertraulichkeit klärt, dass alles im Raum bleibt, dass nichts ausgetragen wird, von beiden Parteien nicht und natürlich selbstverständlich auch vom Mediator nicht. Das wird abgemacht miteinander. Es wird eine Mediationsvereinbarung abgemacht miteinander, dass man zusammen arbeiten will. Dort wird auch das Honorar vom Mediator besprochen werden und von beiden Parteien gut geheissen werden. Dort wird auch besprochen, wie das Honorar beglichen wird, welche Partei wie viel übernimmt davon und so weiter. Da werden so die Rahmenbedingungen abgemacht, in welchem Turnus man sich trifft, wie lange die einzelnen Sitzungen sollen sein, was ungefähr der Aufwand könnte werden, kann man nur so von ganz, ganz weitem sagen am Anfang. Das kommt sehr auf die Grösse der Konfliktparteien an. Es kommt auch sehr darauf an, was inhaltlich, was für ein Konflikt das ist. Das kann man nur so ganz, ganz grob quasi abschätzen, was das wird sein. Aber das kann man auch machen. Ja, und wenn man das gehabt hat, wenn man das besprochen hat, also die Rahmenbedingungen, dann geht es ums Vorgehen und um die Rolle, die man muss definieren miteinander. Da tue ich also das Modell vorstellen, der Konfliktpartei, wie wir hier zusammen arbeiten wollen, was die Regeln sind und was unsere alle Rollen sind. Das wird klar definiert, das wird klar besprochen miteinander. Und da tut man wie ein Commitment dazugeben, eine Bestätigung, ein Einverständnis dazugeben, als Konfliktpartei und auch als Mediator. Dass man sich da wie gemeinsam findet in einem Setting mit klaren Regeln, die alle einhalten. Und dann noch kommen noch weitere Informationen dazu. Wie sieht die Situation aus? Was möchten wir besprechen? Das ist dann so quasi der Übergang in Phase 2.